Ja, hallo zusammen. Wir hatten das Themenforum Zukunft Normung und wir haben das in einem ganz neuen Konzept gemacht. Wir hatten einen Workshop und wir hatten den durchgeführt als Fishbowl. Das ist eine Diskussionsform mit einem Stuhlkreis, kennt man noch aus der Grundschule. Das lief sehr gut. Auch vielen Dank nochmal an alle Experten, die dabei waren. Auch für die gute Beteiligung. Ich habe schon gehört, es möchten Kollegen das jetzt schon nachmachen. Vielen Dank. Dann haben wir sehr viele Erfahrungen eingefordert. Wir haben sie um Rat gefragt. Wir wollten ihre Erfahrungen mit unseren Tools haben. Wir haben ihre Erfahrungen mit Webkonferenzen, mit Webkonferenz-Tools abgefragt. Dazu gab es gemischte Rückmeldungen. Es kommt immer darauf an, wie die Gruppe zusammenarbeitet, wie die Gruppe harmoniert und es ist auch immer bei Webkonferenzen sehr viel Disziplin erforderlich. Eine wichtige Feststellung war auch, dass Webkonferenzen Live-Meetings nicht ersetzen können. Live-Meetings werden wir also in Zukunft auch brauchen. Webkonferenzen sind aber eine sehr gute Ergänzung. Und wir brauchen dafür auf jeden Fall noch weitere Tools und bessere Möglichkeiten, um das effizienter zu gestalten, um die Normungsarbeit in Zukunft effizienter zu gestalten. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmer in dem Fishbowl. War sehr interessant, auch das neue Konzept mal zu sehen. Zum Thema Tools, wir haben so ein bisschen abgefragt, welche Tools nutzen Sie denn überhaupt jetzt schon? Und aus den Sachen, die wir da zusammengeführt haben, kam dann eigentlich raus, was wäre denn wichtig in der Zukunft für diese Tools? Und einer der zentralen Punkte, der immer wieder kam, bitte IEC, Zenelec, DKE, aber eventuell auch ISO, CEN und DIN. Versucht doch mal eine gemeinsame Lösung zu finden. Als Standardisierungsorganisationen mit zig verschiedenen Tools zu arbeiten, die nicht zueinander passen, ist schon ein bisschen komisch. Das war einer der Punkte. Zweiter wichtiger Punkt war, sie müssen von uns, den Experten, zur Verfügung gestellt werden. Die Experten selber sind, was die Nutzung von Tools mal so eben nebenbei sind, sehr eingeschränkt durch die Firmen. Die Compliance-Regeln da drin oder beziehungsweise Datenschutzregeln und so weiter in den Firmen sind sehr restriktiv. Heißt, nur wenn wir die offiziell zur Verfügung stellen, dürfen die Experten das in den Firmen auch wirklich nutzen. Bei aller Liebe zu Tools muss man ganz klar sagen, ist auch rausgekommen, die Einsparpotenziale durch Tools sind nur begrenzt. Heißt, wir müssen uns auch die Prozesse und die Entscheidungsfindung und wie wird zukünftig abgestimmt, wie werden Normen in Zukunft abgestimmt, die müssen wir uns auch angucken, weil dort ist eben auch noch ein bisschen Luft noch eventuell zu finden, aber auch wir müssen uns trotzdem fragen lassen, wie wollen wir in Zukunft die Konsensfindung tatsächlich noch durchführen. Immer nur kürzer machen, mit irgendwelchen Tools arbeiten, wird uns an der Stelle nicht immer weiterhelfen. Heißt, lasst uns auch die Zeit nehmen, an manchen Stellen die Konsensfindung durchzuführen. Deswegen Schnelligkeit ja, aber Schnelligkeit flexibel. Manche Branchen, manche Normen brauchen ihre Zeit. Andere können viel, viel schneller durchgeführt werden, aber auch da sollten wir die Konsensfindung nicht unbedingt außen vor lassen. Deswegen auch der Punkt eigentlich, mit Tools retten wir nicht die Welt, sondern die menschliche Komponente spielt immer noch weiterhin eine große Rolle und die sollten wir auch weiterhin beibehalten. Deswegen Face-to-Face-Meetings sind durch nichts komplett zu ersetzen, sondern wir sollten an der Stelle definitiv weiter das durchführen. Noch ein Hinweis auch in eigener Sache dazu. Wir haben während der Vorstellung im Fishbowl ein Tool vorgestellt, was wir international jetzt mal als Piloten durchführen wollen. Das wird von dem Dominik Nied und mir zusammen durchgeführt im Rahmen der Vorbereitung zum General Meeting. Im General Meeting heißt das Ding TC of the Future. Da wird das Tool im Vorfeld probiert und dort die Erfahrung vorgestellt auf der General Meeting. Wen es interessiert, auf der Webseite zu TC of the Future, beziehungsweise auf der General Meeting Webseite und dort unter dem Punkt TC of the Future finden Sie alle Infos und können uns auch noch kontaktieren dazu. Vielen Dank.